sie. Eieiei. Also wir können sonst das hier nochmal nutzen, gerade die Chance, um sonst doch nochmal den Dodge zu fahren. Damit wir da auch nochmal Gefühl kriegen. Den haben wir, glaube ich, nicht als normal, oder? Ich muss gerade nochmal gucken. Wenn wir sicher gehen. Doch, haben wir auch. Dann entspricht der vielleicht dem anderen E. Oder hatten wir auch die Geländeversion gefahren? Nee, das war Street, glaube ich. Ja, okay. So sieht der hier aus, ja. Ich meine, gut. Wie sieht die Geländeversion im Verhältnis aus? Ich will ja hier auch ein bisschen was zeigen, ein bisschen Content machen. Ich will das, ja, ich weiß, es ist eher, na, vielleicht ist es inhaltlich eher langweilig, aber ich will es halt irgendwie gut vergleichen. Ja, okay, so sieht der hier aus. Schon nochmal ein bisschen anders als bei The Crew 1. Aber wir müssen da drüben rum. Ups. Sorry. Passt schon, passt schon. Dann da nochmal Querfeld ein rüber. Und dann sind wir schon in Salem. Schnell ging's. Kurzes Vergnügen mit dem Dodge. Ups, ist ein bisschen kaputt. So, wir wechseln nochmal das Auto. So, und der sieht ja auch ähnlich aus wie bei The Crew 1, aber doch ein bisschen anders, weil ich da nicht dieses Alcantara-Ding gemacht habe. Wo sind wir heute im Halloween-Dings hier? Das Haus ist ja geil, echt hier, ne? Komm, beim letzten war das abgesperrt. Hier ist das ein bisschen spukig, das Haus. Das Nebel gehört doch zu dem Haus irgendwie. Geil. Ah, hier sieht man jetzt noch die Lampen. Okay, die Lampen verhalten sich sehr ähnlich wie bei The Crew 1. Achso, oh, Mist, ich muss noch die Route einstellen. Nach Punxsutawney. So, Punxsutawney war... Hier. Wenn ich das richtig im Kopf habe. War es nicht? Jetzt haben wir die ganze Stadt weggespart. Jetzt muss irgendwo hier sein. Da Kohlestadt, Tagebau, da ist es. Aber diesmal hier halt ohne die guten Murmeltierfiguren, was ein bisschen schade ist. Und er schickt uns auch leicht anders leider, ne? Er schickt uns nicht ganz gleich. Ich hoffe, das wird trotzdem einigermaßen vergleichbar. Wobei wir halt jetzt hier auch leider schon wieder zu einer anderen Tageszeit unterwegs sind, was mich auch ein bisschen ärgert. Kann ich die Uhrzeit sehen? Nee, kann ich nicht, ne? Ach, warte, wir können da kurz in eine Zeit machen. Ist das hier Zeitleiste? Können wir auch noch wieder was sammeln? Nur ein Ding. Okay, cool. Kultpunkte, ja, die interessieren mich nicht, die anderen da bei... Die interessieren mich nicht. Da komm. Bisschen reich schadet nie. Und hier auch. Nee, okay, hier war das, wo das so schlimm ist mit den. Hier war das, wo das so besonders schlimm ist mit den Scheinwerfern. Das ist gar nicht bei The Crew 1. Das ist hier, wo man einfach gar nichts sieht. Hier, da Scheinwerfer leuchten da nichts aus. Vor allem. Man sieht sie nicht. Das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, das sind sie verbessert. Das muss ich mir dann echt nochmal, sobald es rauskommt, direkt angucken bei The Crew Motorfest. Okay, wir sind da auch rübergefahren, hier über diesen Bahnübergang, daran erinnere ich mich. Dann sind wir hochgefahren, ja. Okay. Das war hier ein bisschen mehr gravelly und es war halt breiter, die Straße, eindeutig. Die war eindeutig breiter. Dann sind wir bei den Häusern längs gefahren, ja. Okay, das wurmt mich ein bisschen. Ich muss das gerade einmal, Leute,
Ich mach kurz noch mal was anderes, solange wir warten dann hier, dass es Tag wird. Ich meine, das geht doch so nicht. Wir machen noch mal ein anderes Rennen. Stage 2. Irgendwo Stage 3. Das gefällt mir so noch nicht. Dann würde ich halt lieber in der Zeit noch mal hier mir gerade den. Hat es jetzt dunkel? Genau, ist jetzt dunkel. Dann würde ich eher mich den bei Fahrzeugen noch mal. Nein. Ich würde bei Fahrzeugen mir jetzt noch mal den Dings schnappen und mir den noch mal jetzt im Dunkeln anschauen. Den, damit wir den Vergleich auch noch mal haben. Sehr schick. Okay, der leuchtet da jetzt aber noch stärker dann. Verstehe von. Okay. Ah, da war es auch schon fast wieder morgen, glaube ich, beim anderen. Ja, Q1 sind sie da, damit wir unterwegs waren. Vielleicht können wir damit noch mal ein bisschen woanders durch die Stadt cruisen. Vielleicht wirklich in Miami nochmal oder vielleicht in einer anderen Stadt, wo wir waren. Waren wir irgendwie jetzt ordentlich in der Stadt, die man hätte sehen können in der Crew 1? Nee, eigentlich auch nicht, ne? Dann kann man nicht eher hier dann einfach nochmal eine Blitzreise hinmachen und dann hier mal schauen. Ja, so sieht's aus halt. Sieht schon noch mal ein bisschen geiler aus, oder? Aber man sieht halt eben nicht mehr, wenn es leuchtet, dann hat kaum noch so diese Struktur von den Scheinwerfern. Das ist halt ein bisschen schade, aber es ist auch in gewisser Weise realistisch. Oh, zu geringes Tempo, wer hätte es gedacht. Aber hier so die Lichter und so sind halt schon geil. Wir können auch gleich noch mal zum Strip fahren. Gucken, wie das da so ist. Schön, wir waren ja hier beim, am Strand irgendwie so ein bisschen unterwegs. Ne? War das hier? Auf der Ecke? Ich weiß gar nicht, wo waren das so, diesen komischen Typen da gejagt haben. Das können wir uns ja auch noch mal anschauen, den Strand. Wenn wir ihn finden. Es muss hier in Miami, meine ich, gewesen sein. Aber ist da? War das hier die Ecke? Nee, ich glaube eher nicht. Das war auch nicht da. Es war was mit viel Strand, mit breitem Strand. Wir müssen was finden, was breiten Strand hat. Hier vielleicht? Das könnte es gewesen sein. Obwohl, nee, über so einen Parkplatz bin ich nicht gefahren. Es war schon sehr stattig. Die Ecke. Das vielleicht? Mich würde das echt interessieren, wo das so gewesen sein könnte. Da nicht, da waren relativ hohe Häuser. Hier vielleicht? Das könnte vielleicht hier gewesen sein. Und dann da sind durch so eine Lücke hier durch. Naja, vielleicht. Na, das ist auch nicht der. Der war viel länger noch, der Strand, oder? Der war richtig lang. Ah, hier war wahrscheinlich der Strand, war das, ne? Ja, das kann gut sein, ja, dass es hier war, die Ecke. Fahren wir dann mal dahin. Es wird übrigens gerade morgen. Das ist sehr praktisch. Oh, und morgen sieht halt hier auch richtig schick aus, ne? Muss man einfach mal sagen. Also das ist natürlich hier so, gerade diese Morgenstimmung. Ja, und hier, da sehen wir jetzt auch die Textur der Lampen wieder ordentlich. Ja, okay. Das ist natürlich hier nochmal ein anderer Schnack grafisch. Aber wie gesagt, also nicht nur. Ich finde, es gibt auch Sachen einfach, die ziemlich gut aussehen bei The Q1. Und wie gesagt, hier das Problem, dass die Scheinwerfer einfach nichts an Lichtkegel auf dem Boden machen. Sodass man einfach nichts sieht. Oh mein Gott. Achtung, Shooting hier.
Jetzt wird der Part wahrscheinlich doch ein bisschen länger noch dauern. Sogar noch länger dann jetzt als bei The Crew 1. Das ist ein bisschen blödes Test. Wir müssen wahrscheinlich sogar noch ein Part mehr machen. Aber ich will es halt. Ich wollte es jetzt unbedingt dann am Tag auch zeigen können. Das hier ist halt immer sowas, was mich bis heute stört, ne? Da. Die Scheibe ist komplett kaputt. Ich gehe rein und die Scheibe ist heil. Ich glaube, das ist bei The Crew Motorfest immer noch so. Und ich verstehe es nicht. Jetzt wollen wir da mal hinfahren zu dem Strand oben. Oh mein Gott. Und dann halt auch rechtzeitig, wenn es dann halt eben gleich wieder richtig Tag wird, natürlich dringend zum Dings fahren, zum wieder zurück ins schnell nach Punxsutawney beamen, um dann da die Strecke fahren zu können. So. Ja, das hier muss es gewesen sein, glaube ich. Das hier ist es. Da waren wir unterwegs. Mit dem Typen, oder? Obwohl, es war noch ein bisschen hügeliger. Ich schätze, dass es das hier gewesen ist. Sind wir irgendwann zwischendurch hier so durch oder sowas? So. Und dann da so oder auch nicht? Und das ist schon wieder Ende Gelände. Wo waren das? Irgendwo sind wir auf jeden Fall durch. Ne, da nicht anscheinend. Ja, genau, stimmt, hier waren wir. Ja, da sind wir durchgefahren, nur andersrum. Genau, hier ist das. Mit dem hügeligen Krams und so, wo ich hier zwischen den Palmen irgendwie durch musste. Und später sind wir hier noch rum. Und dann da ist irgendwo der See. Ne, wenn wir hier jetzt längs fahren, müsste irgendwie so eine Stelle kommen, so ein kleiner Teich ist, meine ich. Ja, das ist ein bisschen umgemodelt. Hilfe. Nee, das sieht gut aus hier. Genau, dann da ein Stück weiter und dann war da hinten der Teich. Und hier ist sogar so ein Dings HQ-Teil. So ein nee, aber der Teich ist tatsächlich weg. Hm, komisch. Wir sind hier so leicht rechts abgebogen. Da war ein Teich. Okay. Weg hier und wieder hin zum ordentlichen Dings, wo wir hinwollen. Nach dort oben. Irgendwo hier war's. Da. Nee, da wollen wir hin. Wir waren bei Salem. Dass man doch nach wie vor einfach nicht hinkommt. Ne? Ich glaube, so geht's schneller.
geistreich. Gibt es einen Geist zu sehen? Nö. Hier schön aber durchcruisen. Ab nach Salem und dann fahren wir die Strecke. Das wäre auch wieder nicht gut gegangen bei The Crew 1. Wo man da ja so schön auf eine Art und Weise von den Autos meistens abprallt, dass man dann weiter geradeaus fährt, aber... Also ich glaube, da sind wir schon. Ja, hier ist der Bahnübergang. Okay, dann starten wir einfach ab hier. Was denn jetzt? Da. So. Es ist ein bisschen früher am Tag, glaube ich, aber ich glaube, das ist trotzdem nur noch halbwegs dann jetzt vergleichbar. Im Verhältnis zu dem eben ist es schon auf jeden Fall besser. Boah, ist echt noch Scheinwerferzeit? Nee. Wir müssen aber Punxsutawney noch einstellen. Auch wenn wir irgendwie von rechts gekommen, also von oben gekommen sind, beim letzten Mal, glaube ich, bei The Crew 1. Aber okay. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen vergleichbar. Sind wir jetzt schon durch da bei der Strecke mit den Häusern? Okay. Das ist 50. Mal gucken, wie schnell wir da ankommen. Wenn wir schneller ankommen, dann ist tatsächlich die Scale hier kleiner als bei The Crew 1. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass sie das verdichtet haben. Also ich komme nur drauf, weil die Straßen halt schmaler sind und so. Es wird ein bisschen dunkler halt alles so, ne, als bei The Crats. Also gut, von außen jetzt gar nicht mehr so, aber sobald man halt im Auto ist, wird es immer so blub, Sonnenbrille auf. Entschuldigung. Scheiße.
auch auf jeden Fall ganz schön. Ich finde bei The Crew war die Strecke netter, oder? Vor allem, wo sind die Laubbäume, die es bei The Crew noch gab, die schönen? Wo sind die ganzen Laubbäume? Das ist alles nur Tannen. Tannen und Birken. Und bei den anderen gab es halt so schönes Herbstlaub. Es sah so schön aus. Bei der Tour 1. Ja, da waren wir auch. Da sind wir zu weit gefahren an der Stelle. Das weiß ich noch. Sind wir voll drüber hinausgeschossen. Wirkte auch alles halt weitläufiger und so. Hier, klar, hier ein bisschen mehr Grünzeug und so da, was eigentlich auch ganz schick ist, aber das andere weitläufiger wirkte doch durchaus vielleicht realistischer, fand ich. Also, dass hier so schön eher das flacher war und viel Rasen an der Stelle, wo die Autobahn ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Dinger hier eigentlich da waren, die Hochspannungsleitung. Cool verdient, ey. Nice. Stimmt, und dann sind wir hier irgendwo bei der Autobahn zwischendurch mal kurz an den Rand gefahren an so einer Stelle, weil wir dann gewechselt haben bei 11 Kilometern oder so auf den anderen Wagen. Das können wir natürlich dann auch machen. Ja, ich glaube genau hier, wo wir die Dings verpasst haben, kann das sein? Dass wir die auch verpasst haben, die Abfahrt? Oder ist das hier anders? Das hier wird ein bisschen anders. Oder es war so, dass ich dann noch sagte, so, ach so, nee, okay, jetzt haben wir wieder, das kann auch sein, dass ich noch dachte, so, na, okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Gravel, dann bleiben wir erstmal noch bei dem Wagen und dann beim nächsten Mal Autobahn haben wir erst auf den anderen gewechselt. Auf den Fair Lady, der eigentlich auch für Gravel ist, weshalb es eigentlich völlig egal ist. Nein, ich muss dann jetzt. Wir fahren gerade, glaube ich, an der Stelle ein anderes Stück Strecke. Dann wechsle ich jetzt mal auf den Fair Lady, damit ihr ihn auch nochmal sehen könnt. Auch nochmal im Vergleich. Klar, der ist hier ein bisschen anders, weil der hier hat halt nicht den Motor vorne rausgucken, das ist nicht schwarz, schon klar. Nicht ganz so gut wie der andere, aber jetzt muss ich mal kurz gucken, was ist denn hier der Unterschied mit der Autobahn? Oder haben wir, okay, vielleicht bin ich doch bis zur Autobahn gefahren, vielleicht ist es doch die gleiche Dings. Oder es ging bei dem anderen hier und ich habe dann da den Fair Lady gewechselt, der hat mich so rumgeschickt, das kann mir auch sehr gut sein. Dann hat er uns doch, glaube ich, da rumgeschickt. Das können wir tatsächlich dann anders fahren. Kann auch sein, dass es ein paar extra Straßen sind, die es bei The Crew einfach nicht gab, die wir jetzt gerade benutzen. Schick. Boah. Also das hier finde ich immer noch so komisch bei The Crew. Das ist halt so überraschend, dann hier plötzlich auf so eine Art Autobahn kommen. Einfach so vom Feldweg runter, wupp. Finde ich ein bisschen komisch.
Jo. Sind wir das auch gefahren bei Testschiff 1? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, kann schon sein. Achso, da hat es da geregnet, glaube ich, in dem Moment dann hier. Ich weiß es gerade gar nicht. Und da hatte ich mich über den Regen, glaube ich, gefreut. Ja, wir haben es in der ganzen Zeit, wo wir hier jetzt gespielt haben, hier halt noch nicht einmal regnen sehen, ne? Anders als bei The Crew 1. Aber spätestens ab hier müsste es halt jetzt auf jeden Fall eigentlich die gleiche Strecke wieder sein wie vorher. Schon, upsie. Ja, müssen wir wirklich ein Part mehr machen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich wollte nicht so viele Parts machen, weil ich halt bei Test Drive 2 so irre viele Parts gemacht habe. Es gibt ja nicht so viele Tage bis zum... Warte, stopp, das ist jetzt die falsche, ne? Da wollten wir eigentlich jetzt die... Genau, da wären wir jetzt eigentlich bei der anderen Welt, wir noch einen weitergefahren. Können wir gerade nochmal machen. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitgekriegt und bin nicht abgebogen. Das kann auch sein. Also beim anderen sind wir hier noch weitergefahren wahrscheinlich. Und dann... Ja, was ich gerade sagen wollte, genau, ich habe so viele Parts Test Drive 2 aufgenommen. Es gibt nicht so viele Tage halt zum Dingsbums hier, zum bis halt The Crew Motorfest rauskommt. Das heißt, ich muss irgendwas überlegen, genau, hier fehlt jetzt die schöne Statue obendrauf. Noch sonst irgendwie hier, die sind halt jetzt hier leider alle nicht da, während die bei The Crew 1 halt da waren. Diese komischen Murmeltierfiguren sind die hier halt nicht. Jetzt habe ich nichts gefunden. Stattdessen gibt es dann eben nur hier diesen, diesem Rondier halt diesen tolles Türmchen da mit Werbung. Ja. Kein Murmeltiertag. Ich meine, vielleicht wird das halt tatsächlich dann nur. Vielleicht haben die es geändert, weil sie dachten, so Game is a Service, Blub, Dings, also vielleicht. Wird es erst am Murmeltiertag da was gemacht. Na gut, ja okay, wir haben glaube ich alles gezeigt und ich würde sagen, das war jetzt der Spaß mit The Crew 1 und The Crew 2 und dann genau, geht es jetzt entweder direkt weiter mit The Crew Motorfest dann also los und die Playlist hier sozusagen beendet oder vielleicht ja, spiele ich dann noch irgendein Test Drive 2 ein bisschen weiter und zähle das dann noch dazu oder sowas. Oder halt eben, ja, es sind noch ein paar Tage übrig, dann nehme ich noch ein bisschen The Test Drive. Nehme ich noch ein bisschen Test Drive 2 auf, um euch da halt dann auch nochmal Hawaii zu zeigen, damit wir es in einem Vergleich sehen können zu The Crew Motorfest. Bis dann und tschüss.